Die Todesstrafe ist bei speziell schlimmen Straftaten eine gerechtfertigte Strafe. Dies ist unser Präkonzept und darauf kommen wir später erneut zurück. Kommen wir zu unserem Fallbeispiel. Das ist Tom. Er ist Kampfjetpilot beim Militär und hat ein Attentat geplant. Also fliegt er mit seinem Kampfjet zu einem Fußballstadion, wo die WM gerade stattfindet. Das Spiel läuft schon seit einiger Zeit und alle 100.000 Plätze sind besetzt. Zuschauer genießen ein schönes Fußballspiel und haben gute Laune, bis Tom mit seinem FA-18 in das Stadion knallt. Beim Aufprall sterben fast alle 100.000 Zuschauer. Jedoch hat Tom aber wenige Momente vor dem Aufprall sein Kampfjet mit einem Fallschirm verlassen. Dadurch wird er von der Polizei direkt verhaftet und vor Gericht gebracht. Nun soll entschieden werden, ob Tom der Massenmörder zu Tode verurteilt werden sollte oder nicht. Dies ist nun deine Entscheidung. Ich gebe dir zur Hilfe noch ein paar Zitate, welche dir vielleicht bei der Entscheidung behilflich sein oder sogar deine Meinung ändern könnten. Die Todesstrafe rettet Leben. Das sagte George W. Bush. Und damit meinte er, dass der Mörder, welcher später noch Schaden verursachen könnte, dann komplett ausgeschaltet wurde. Hat er aber gemordet, so muss er sterben. Dies ist das Zitat von Immanuel Kant. Dabei meint er, dass jeder das zurückbekommen soll, was er vollbracht hat. Und da Tom jemanden getötet hat, also sogar mehrere Personen, soll ihm das Gleiche widerfahren. Ein toter Mann kann aus seinen Fehlern nicht lernen. Das ist aus Star Trek, Deep Space Nine, womit man sagen will, dass jeder auf seine Fehler reflektieren können soll und sich bessern mit der Zeit, was durch die Todesstrafe nicht möglich ist. Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Von Mahatma Gandhi, womit er meint, dass wenn jedem das geschieht, was er vollbracht hat, dass niemand daraus lernen würde und man sozusagen blind werden würde. Wie wir in den Zitaten gehört haben, würden Kant und George W. Bush ihn zu Tode verurteilen. Gandhi, ein indischer Rechtsanwalt, hingegen nicht. Hier haben wir unsere Anfangsaussage zum Thema Todesstrafe. Die Todesstrafe ist bei speziell schlimmen Straftaten eine gerechtfertigte Strafe. Bevor wir aber anfangen können zu diskutieren, müssen wir noch ein paar Begriffe klären. Schlimmen Straftaten gemeint. Damit meinen wir schwere Straftaten, die mit einer Freiheitsstrafe strafbar sind, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch, Mord, Körperverletzung mit Todesfolgen, Menschenraub, Kinderhandel, Geiselnahme und so weiter. Nun haben wir den Teil schon mal geklärt. Es gibt aber noch andere Dinge zu klären, wie zum Beispiel eine gerechtfertigte Strafe. Darunter verstehen wir, dass die Strafe richtig, verantwortbar oder vertretbar ist. Gerechtfertigt bedeutet so viel wie verantwortbar oder vertretbar. Oftmals wird es auch mit der Richtigkeit in Verbindung gebracht. Eine gerechtfertigte Strafe wäre also eine Bestrafung, die an die Tat angemessen bzw. richtig oder vertretbar ist. Dies klingt jetzt zwar alles schön und gut, jedoch hat die Sache einen Haken. Jeder hält etwas anderes für richtig bzw. angemessen. In unserem Fallbeispiel von Tom würde das Gerichtsurteil je nach Richter anders ausfallen. Wäre Immanuel Kant der Richter gewesen, so hätte man Tom zum Tode verurteilt, mit der Begründung, dass man ihm das Gleiche antun soll, was der Täter dem Opfer oder den Opfern angetan hat. Wäre hingegen Gandhi der Richter gewesen, dann wäre es höchstwahrscheinlich bei einer Freiheitsstrafe geblieben. Wir haben auch noch ein paar Fakten zur Todesstrafe. Zum Beispiel, dass die Todesstrafe noch in 18 Ländern angewendet wird. Die meisten in China, Iran, Irak und Saudi-Arabien. Im Jahr 2020 gab es 483 bekannte Hinrichtungen und schätzungsweise 5.000 bis 6.000 Geheime in China.
Die gesetzliche Todesstrafe existiert seit 1700 vor Christus. Die Todesstrafe wurde in der Schweiz 1879 verboten. Jedoch wurde 2012 versucht, sie wieder einzuführen. Es gibt auch verschiedene Arten der Hinrichtung, die wären zum Beispiel Hochspannung, Erhängen, Giftinjektion, Erschießen oder Enthaupten. Nun kommen wir zu den Argumenten. Wir beginnen mit den Pro-Argumenten. Einerseits könnte der Täter nicht rückfällig werden, also in unserem Beispiel könnte Tom nicht noch einen Anschlag machen. Durch das Töten der Person werden auch keine Gefängniskosten aufkommen. Andererseits würde man mögliche Straftäter damit abschrecken, das heißt, es wird weniger Attentate geben wie das von Tom. Nun kommen wir zu den Kontraargumenten. Durch das Einsperren der Person wird das Gesamtleid erhöht, was also für Tom heißt, dass er mit seiner Tat nun im Gefängnis bis zu seinem Lebensende damit leben muss. Die Todesstrafe kann auch bei einer Falschanklage nicht rückgängig gemacht werden. Wäre also Tom gar nicht schuldig, könnte man ihn nicht wieder zurückholen. Außerdem würde sich der Staat auf die gleiche Stufe herabsetzen wie der Mörder, was nicht gut für ihn wäre. Die Todesstrafe bekämpft auch nicht die Ursache. Zum Beispiel, falls Tom Teil einer Terrororganisation war, würden sie nur noch einschicken und es beginnt wieder von vorne. Außerdem würden die Opfer wahrscheinlich lieber, dass der Täter in einem Gefängnis für eine lange Zeit sitzt, anstelle von seiner Tat befreit zu werden durch den Tod. Wir versuchen, noch mögliche Missverständnisse bei unserem Präkonzept zu eliminieren. Missverständnisse zur Todesstrafe. Viele denken, die Todesstrafe sei extrem brutal und vor allem schmerzhaft für den Täter. In Wahrheit hingegen wird jedoch probiert, einen möglichst schnellen und schmerzlosen Tod durchzuführen. Speziell schlimmen Straftaten können Missverständnisse auftreten, denn alle haben eine andere Vorstellung von schlimmen Straftaten. Und für einige ist die Straftat von Tom weniger schlimm wie für die anderen. Deshalb soll man mit den Begriffsklärungen allen klar machen, was gemeint ist. Auch für Leute, welche von einer Straftat betroffen sind, zum Beispiel der Sohn, der im Fußballstadion war, oder ein Kollege, der auch im Fußballstadion war, ist für diese Person schlimmer wie jemand, der niemand verloren hat bei der Tat von Tom. Auch bei der gerechtfertigten Strafe können Missverständnisse auftreten. Deshalb sollte man die gerechtfertigte Strafe definieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Hier zu unserem Fazit. Die Todesstrafe ist und bleibt ein sehr umstrittenes Thema. Wir denken aber trotzdem, dass die Todesstrafe in Zukunft komplett abgeschafft wird, da die Hinrichtungszahlen fortlaufend sinken und es große Organisationen gibt, die sich stark gegen die Todesstrafe einsetzen. Zum Abschluss wären hier noch unsere Quellen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.